Na dann, wieder zurück in den Flur und eine Etage tiefer. Sind wir jetzt schon zwei Etagen weitergekommen? Okay, wieder so ein Füllungsraum. Was Dr. Marcel darin wohl versteckt? Kopfkratz. Na, schau an, die Tür. Können wir nicht anschauen, können wir nicht mit interagieren. Schloss. Ich hasse diese Dinger. Der Weg ist versperrt. Na komm, mit Schloss. Robustes Mistding. Tja. Sehr gut. I don't know what I did last summer. Aha. Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann und dort die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar. Wohin die andere Tür führt, wissen wir während Enderbricht aus nicht. Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift, da steht die Kamera dann vor. Die Kamera, in Anführungszeichen. In Harveys neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist. Kauft Harveys neue Augen. Hab ich. Ich hab das Spiel und wir werden das spielen, aber erst noch müssen wir Enderbricht aus zu Ende bringen. Danach können wir schauen, was wir damit machen. Captain Unbrauchbar isst Cornflakes nur mit warmer Milch und Zucker. Mit Zucker? Cornflakes mit Zucker? Ja, gut. Ja, da ist tatsächlich ein Rätselspiel auf der Rückseite. Aber sehr meinetwegen schön. Kann Bobo Bär ruhig im Labyrinth versauern. Noch schöner. Durch die Tür können wir nicht durch. Ah, doch, können wir. Eine Abstellkammer oder was? Nein. Etwas viel Besseres. Ja, dieser Screen ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ich jedes Potenzial für unaufwendige Hintergrundanimationen einfach so verschenkt habe und mich störrisch geweigert habe, auch nur das Geringste im Hintergrund zu animieren. Das wäre sehr einfach gewesen. Außerdem sehr bemerkenswert an dem Screen ist, es wurde sich ja über das Spiel und über seine mangelnde Jugendfähigkeit ja häufiger echauffiert. Aber niemand hat halt irgendwie die Stelle in dem Spiel kommentiert, an der Edna quasi sich mit Hilfe von dem Alumann hier im späteren Spielverlauf Elektroschocks gibt. Okay, du spoilerst das Spiel. Das scheint niemanden so richtig gestört zu haben. Aber sie macht das ja auch gerne. Ist ja für einen guten Zweck. Also geht das wohl klar. Ja, auf das Spiel zu spoilern, Poki. Modi schreibt die ganze Zeit. Ist ein feiner Typ. Wie sieht's eigentlich mit Grim Tales 10 als neues Projekt aus? Kannst du knicken. Kannst du getrost vergessen. Grim Tales. Ich glaube, die Ninlein spielt es auf ihrem Kanal. Also Modi, wenn du das sehen willst, die kann ich ja empfehlen. Also meine 4 Kanäle sind jetzt, nicht meine Kanäle, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, aber also meine 4-5 Discord-Mitglieder, die kann ich ja gerne empfehlen. Ninlein spielt, glaube ich, Grim Tales im Let's Play, nicht als Stream. Ja, wie traut sich das? Könnte ja eine Wollen gerne wir unseren Sachen elektrische Superpower verleihen? Ich bezweifle irgendwie, dass das so funktioniert. Bei mir wird es Grim Tales nicht geben, ich bin nicht wahnsinnig. Naja, schon irgendwie, aber. Hey, irgendwer muss ja den Chat füllen. Ja, stimmt. Und Modi schon den Link am Anfang gefolgt. Ich kann es nochmal kopieren. Kann hier nochmal hier, das ist mal so mal ein bisschen in den Chat schreiben. Na,
funktioniert gerade nicht. Hervorragend. Und sag mir nicht, was ich dir als nächstes auf Steam kaufen soll. Gut, ich sag's dir nicht. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Das hatten wir schon mal. In diesem Bild erlangt Captain Unbrauchbar vorübergehend die Fähigkeit, seinen Gegnern kleinere Stromstöße zu verpassen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Im nächsten Bild zieht er die Wollsocken allerdings schon wieder aus. Ach, du hast einen Podcast. Mensch, das wusste ich ja überhaupt nicht. Tja, habe ich dir mal was Neues gezeigt, Mordi. Das ist, weißt du, musst du dir mal anhören, Mordi. Das ist ganz gut. Also, das ist, solltest du mal machen. Gar nicht schlecht. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Das kommt mir auch sehr bekannt vor. So, benutzen den Das Hebel. Sollte ich lieber dem Fachmann überlassen. Stimmt, hast du recht. Dich einfach draufsetzen. Das ist kein Möbel. Das ist der Dr. Marcelsche Gehirnverflüssiger. Oh. Das hatte ich... Also nein, es ist, ich wollte jetzt schon anfangen zu spoilern, aber das hat Pugi schon getan hier. Der Audio-Kommentar. Jo. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. So, Harvey mit Stuhl. Was hältst du davon, Harvey? Das muss der Kapitänsstuhl sein. Na dann, Mr. Harvok, Energie. Beam mich hoch, Scotty. Energie. Können wir hier mal gegen donnern? Können wir nicht, schade. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Hase. Ah, hat Mordi vorhin schon gesagt. Ja. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Aha, Mordi hört sich also den Podcast immer zum Einschlafen an. So langweilig der Podcast. Und alle anderen, die den Stream gerade anschauen, sollten das auch unbedingt tun. Aber nicht zum Einschlafen. So langweilig ist der Stream nicht. Der Stream auch. Der ist auch nicht langweilig, aber der Podcast. Ich habe das, glaube ich, sogar schon mal im Podcast verwechselt, oder? Stream mit Podcast. Das ist, ja. Jetzt haben wir wieder die Verknüpfung. Ich glaube, im Stream, also im nächsten Podcast, rede ich sogar über diesen Stream, den wir heute machen. Timeception. Badadadam. Ja, ich glaube, Rudi, gib mir da recht. Ich glaube, am Ende des nächsten Podcasts, der Podcast, der morgen rauskommt, da rede ich über den Stream, den wir jetzt gerade aktuell streamen. Ich glaube, ganz zum Ende habe ich das gemacht, oder? Erinnere ich mich da richtig? Nein, ich glaube, jetzt haben wir hier alles erledigt. Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Gut. Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Gut, ich habe eine ganz, ganz traurige Nachricht für euch. Der Stream befindet sich hier gerade bei knapp 65 Minuten. Jetzt spoilere ich schon den Podcast. So wie Poki das Spiel und Harvey den Comic. Tja. Parallelen sind zu bemerken. Ich habe eine ganz traurige Nachricht für euch. Wir haben jetzt die Stunde 5 erreicht. Ich will den Podcast bald mal beenden. Wir gehen nochmal Treppe ab. Oh, und jetzt sind wir an einem Screen,
in einem Scream angekommen. Nicht in einem Scream, nicht in einem Schrei, sondern in einem Scream, den wir uns im nächsten Livestream anschauen, beziehungsweise im nächsten Part. Jo, ich würde den Stream an dieser Stelle beenden und auch die Aufnahme und den Part Edna bricht aus. Ja, da mich noch umsonst echt gefallen haben, lasst den Abo da, wenn ihr seid, und man sieht sich im nächsten Stream nächste Woche auf meinem Kanal wieder. Nächste Woche am Sonntag dann wahrscheinlich. Oder morgen schon im nächsten Part, nachdem dieses Stream-Projekt beendet wurde. Also, gut. Bis zum nächsten Stream, bis zum nächsten Part. Stunde Stream. Wie viel muss ich sonst für einen... Wie viel muss ich sonst denn für einen 24-Stunden-Stream spenden? Da kannst du alles Geld der Welt aufwenden. Ein 24-Stunden-Stream werde ich nicht machen. Das ist... Da kannst du vergessen, Morty. Das ist mir... Ich bin nicht lebensmüde. Na doch, bin ich, aber... Ich bin nicht komplett verrückt. Bin ich auch, aber... Ja, 24-Stunden-Stream... Können wir knicken, das ist mir zu... Gut, ich beende die Aufnahme hier, ich beende den Stream. Ich schalte jetzt noch kurz rüber zum Warteraum. Sehr gut. Und dann kann ich hier mal eben diesen Screen verlassen. Und dann können wir vielleicht noch 2-3 Minuten im Chat reden, falls du das willst, Moni. Ist ja kein anderer da. Aber, jo.